7 Girls Blind Daten mit Zabex. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Date. Ich bin gespannt. Zabex ist doch der, der Berko nicht reingelassen hat, oder? Er und Philo waren das zusammen, aber alles gut. Ich hab's vergessen, er hat sich entschuldigt, er hat das super gemacht. Es wird nicht nur weihnachtlich, sondern echt romantisch. Aber warte, wir können doch die Regeln ändern. Wir willst einen Dreier. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Mike aka Zabex. Dieser sexiest man alive hat einen IQ von 101 und einen BMI von 29,2. Er ist heute auf der Suche nach... eine stabile Chaya, die mir under the desk Support geben kann, wenn ich meine League of Legends Lane dominiere. Hinter diesem weißen Vorhang stehen... Warum ist das Video so komisch auf einmal? 7 Frauen. Jede Runde schmeißt Zabex eine raus, bis am Ende nur noch eine Frau übrig ist. Wenn bei ihr die Sterne nicht richtig stehen oder sie Hela Gewürzketchup mag, dann hat sie allerdings schlechte Karten. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also viel Glück! Und jetzt geht's in die Folge. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. 3, 2, 1. Welches Paar Schuhe findest du am Anhieb am nicesten? Oh, hauaha. Oh ja, da ist einiges dabei. Ich bin ein großer Nike-Dunk-Jordan-Fan. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich habe ein Regal voll. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied zwischen Dunks und Jordan ist. Ja, same. Ich finde die letzten von der Nummer 7... finde ich sehr fresh, die Farbe. Apfel clean, ne? Oh ja, hier, bei schön aus. Hier auch. Wilde Kombination hier von den Botten, von den Fly-Steppern. Finde ich stark. Ich finde eigentlich alle gut. Ich glaube, mein Favorite bis jetzt aber von Nummer 7. Okay. Das ist eine geile Farbe. Finde ich gut. Gibt es irgendeinen Schuh, den du so gar nicht feierst? Die hat auch Dunk Panda einfach, ne? Dicke ausgelutscht. Hier ist Jordan 1er. Das erkenne ich nicht, weil es so hell ist. Hier auch nicht. Die Hose ist aber... die würde ich gern von nahem sehen. Und bei ihr interessiert mich, warum ihr Bein einfach Support braucht. Also warum die diese, wie nennt man so ein Ding überhaupt, wenn man so einen dicken Schuh anhat? Also sie hat safe einen Gips dann drunter, oder? Ich bin irgendwie gezeichnet Stabilisator. Von roten Schuhen. Weißt du, ja? Also der Schuh an sich ist cool, aber diese rote Farbe ist schwierig. Ich hab mal, meine Mama hat mir damals so Adidas das Schuhe Das Dunk Panda High, die gibt es High? Dafür. Und ich dachte, die wären krank fresh. Aber Dinger. Vielleicht gleich so Weihnachtsfolge rot. Das könnte sein, wenn sie das sich kann sein, Weihnachten. Ja. Das kann sein. Was ist da passiert? Ist da ein gebrochener Fuß oder was hast du gemacht? Ich bin an Karneval ganz doof umgeknickt und jetzt ist mein Sprungbein gebrochen. Ach du Scheiße, erstmal gute Besserung. Danke dir. Karneval-Fest. An Karneval umgeknickt, Digga. Karneval? Nein, ich sitze so drin. Ja, mein, nee, klar. Nee. Hab ich mir gedacht. Ich sitze zu Hause ab und zu mal vielleicht ein Schnappes oder sowas, aber das Ding ist, ich habe so ein Dosenbier-Kölsch-Kostüm. Und eigentlich, ich habe das noch nie angehabt. Also es ist so ein Ganzkörper-Kölsch-Dosen-Kostüm. Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht dann mit ihr. Man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Hast du eine Frage direkt für die erste Runde? Ich habe da ein bisschen was Spicyes vorbereitet. Ich hoffe, die sind alle bereit dafür. Ich bin höchstgradig laktoseintolerant. Und folgendes Szenario. Wir hatten ein schönes erstes Date. Es war richtig geil. Vielleicht schlafen wir auch schon die erste Nacht zusammen im Bett, haben noch einen Film geguckt, alles romantisch. Ich habe, bevor wir ins Bett gegangen sind, eine Müllermilch-Banane runtergedownt. Und ich scheiße mich hemmungslos voll nachts. Sie wacht auf, ich bin am Heulen, es ist alles... Es ist schlimm, es ist ein Schlachtfeld. Wie würdet ihr reagieren? Ich habe einen Reizmagen chronisch, ich kann da nichts für. Oh Gott, ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren würde. Ja, ich auch nicht, deswegen bin ich auf die Antworten gespannt. Würdet ihr mich wickeln, wenn es sein muss? Kandidatin Nummer 1, würdest du ihn wickeln? Wie sieht es bei dir aus? Ja, muss ja nicht, aber würdest du mir helfen, so weißt du? Ja. Ich kann mich ja nicht liegen lassen heulen. Also, ah, vergessen, eine Insta-Story zu machen, nicht, stark. Aber auf jeden Fall helfen. Ich kann es auch ein bisschen nicht gut nachvollziehen, muss ich gestehen. Ich habe auch ab und an so einen kleinen Reizdarm. Muss man durch, aber wird auch wieder besser. Pragmatisch, muss ja man durch. Ey, finde ich gut. Sie würde mich nicht liegen lassen, sie würde mir helfen. So eine Antwort hätte ich mir gewünscht. Kandidatin Nummer 2, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich würde auch dann noch Bett für dich neu beziehen. Also ich finde es auch gar nicht schlimm. Unfälle passieren und du hast es dir nicht ausgesucht. Oh. Na gut, dass ich die Müllermilch trinke, obwohl ich darüber Bescheid weiß. Ja, aber Müllermilch-Banane schmeckt auch einfach gut. So eine schöne, oder so eine Kaba oder sowas. Oh, sie ist eine richtig liebe. Ja, das Kaba? Das ist eine richtig süße. Kandidatin Nummer 3, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich würde vielleicht erstmal die Müllermilch entsorgen, die noch restlich im Kühlschrank sind. Die ich jetzt achso, okay. Ja, sonst passiert das ja nochmal. Genau, und auch vielleicht das Bett dann überziehen, dir helfen. Sie ist auch eine richtig liebe, aber ich höre, sie wäre so ein bisschen so, das machst du nicht nochmal. Ja, sie würde mir wahrscheinlich verbieten, in Zukunft Müllermilch oder Milchprodukte jeglicher Art zu konsumieren. Deswegen, ja. Aber ich mag die halt so gern. Aber ist smarter von ihr, muss ich sagen. Ja, er ist voll seltsam. Ist smart. Mir also ich habe das Gefühl, wenn ich ihm zuhöre, dass er so Ü60 ist, wisst ihr? Ich bin auch einfach so einen Kopf streicheln und so, ja, nächstes Mal ist nicht so schlimm, mach dir da keine Sorgen. Vielleicht ruhig nochmal ins Bett. Ja, vielleicht füttert sie mich auch noch nachts, dass ich besser einschlafen kann, macht die in der Mikrowelle warm. Ich weiß ja nicht. Ja. Kandidatin 4, wie sieht's bei dir aus? Das ist für mich kein Problem. Ich habe ein Jahr lang im Krankenhaus gearbeitet. Was ich da schon alles gesehen habe, das ist... Oh. Also, das ist wirklich das okay, ist kein Problem. Ich habe auch auf einer Kinderstation gearbeitet. Wie viele Windeln ich schon gewechselt habe, ist wirklich... Und bei der richtigen. Scheiße stinkt. Nee, stinken tue ich nicht. Das ist bloß halt eine Sauerei, ne? Das ist, wenn man ein weißes Bettlaken hat und so, das ist natürlich eine unschöne Nummer.
Nummer. Same. Aber du, das heißt, du hast da auch die fachmännischen Handgriffe, sag ich mal, um da gepflegt, mir eine Erwachsenenwindel, sag ich mal, umzulegen, ja? Ja, wir kriegen das hin zusammen. Okay, super, perfekt. Wo waren wir? Kandidaten 5, ne? Also ich würde es tatsächlich auch versuchen, so unangenehm wie möglich für dich, also wenig unangenehm wie möglich zu gestalten. So rum. Ein paar nette Jokes dabei machen, so ist mir auch schon passiert auf die Art. Einfach versuchen, das alles ein bisschen locker zu gestalten. Jetzt, wirklich, mein Herz geht auf. Voll gut. Ich hätte so irgendwie, ja, ich lach dich aus, raus aus meiner Wohnung, so einen auf den. Kandidat Nummer 6, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde dich auch erstmal aufmuntern, damit du nicht mehr weinst. Vielleicht, keine Ahnung, was trinken geht oder so. Und dann machen wir das einfach alles sauber. Und dann, ja, fixen wir das zusammen. Also sie geht erstmal ein bisschen saufen, in eine Bar nebenan. Ja, erstmal kommen. Weißt du was, komm, zieh dir mal die Hose an, wir gehen erstmal runter. Wir kippen uns einen Kessel, den restlichen Scheiß machen wir später weg. Sieht auch besser aus, ja, wenn man besoffen ist. Kandidatin Nummer 7, wie sieht es bei dir aus? Also ich bin auch laktoseintolerant, deswegen glaube ich, wüsste ich, wie du dich in der Situation fühlen würdest. Ich würde erstmal fragen, wie es dir geht, ob du irgendwas brauchst. Und dann würde ich dir anbieten, halt dich abduschen zu gehen, ob du halt erstmal Zeit für dich brauchst. Und in der Zeit würde ich halt das Bett neu beziehen, um halt alles so wenig unangenehm wie möglich für dich zu machen. Wow. Richtig durchdacht. So richtig mit abduschen. Ja. Folgendes Szenario, du bist auch laktoseintolerant und wir haben so über Kreuz zusammenmäßig Milch getrunken und wir scheißen uns beide voll. Was passiert dann? Dann stehen wir das gemeinsam durch. Wow. Bravissimo. Und das ist auch direkt Bonding-Time. Coole Schuhe, gute Antwort. Ja. Nummer 7 ist gerade dein Feld. Ja, bis jetzt performt gut. Basierend auf diesen Antworten und diesen Schuhen musst du aber jetzt eine rauswählen. Ey, auch wenn die Schuhe cool sind, ich glaube Nummer 3 war das. Nummer 3 hat gesagt, sie wird mir verbieten, Müllermilch zu trinken. Hab ich deswegen mir gedacht. Ja, geht nicht. Und das ist kein Placement. Ich mag einfach die Milch gern so. Gibt's auch High Protein. Die schallert noch mal richtig. Okay, also dann Kandidat Nummer 3 siehst du raus. Schweren Herzen, weißt du, ich bin wie ein Adler, ich bin ein freier Mann, ich kann mir nichts verbieten lassen. Ja, weißt du, ich bin on the road, ein Freigeist, ein Schöngeist. Route 66, ja, genau, und solche Sachen. Oder 69. Hab ich recht, Leute? Oh Gott. Das ist das unwitzigste Blind Date, was ich bisher geguckt habe. Ich bin so überfordert. Warum? So ist gut. Es ist so wie. Wir verstehen uns doch. Ist alles super, oder nicht? Dann Kandidat Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Oh Mann, oh Mann. Hallo! Hallo! Schön, dass du da bist. Hi. Hi, es war eine sehr süße Antwort, aber. Die Schuhe sind auch sehr fresh, danke. Aber es geht nicht. Wir hatten ja endlich gesagt, wir wollen Schrottwichteln machen. Ja. Also die Girls haben auch was für dich dabei. Oh, ja, ich hab nichts dabei. Das war mein Karnevalskostüm. Oh, das ist süß. Ich hab dir was mitgebracht. Kekse, willst du einen Keks? Nimm bitte einen Keks. Der ist wirklich lecker. Wirklich leckere Kekse. Ich habe auf der Fahrt hierhin schon welche gegessen, weil ich so Hunger hatte. Ja, aber hier sind ein paar sind noch hier. Müsst ihr euch für den Vorhang auch teilen nachher. Müsst ihr durchbrechen, da sind nicht mehr so viele. Aber ey, cool, dass du hier warst. Ja, ihr passt eigentlich richtig gut zusammen, muss ich sagen. Wow. Oder? Ja, richtig gut. Vielleicht in einem anderen Leben. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das schaffe ich nicht nochmal so oft. Das bricht mir das Herz. Oh mein Gott, sie war so süß. So eine kriegst du nie wieder. Ja, das sind doch noch ein paar. Ja. Okay, nächste Runde. Okay, ich drehe mich um. Ja, wir reden. Runde 3, 2, 1. Welches Outfit gefällt dir am besten? Warum hat sie eine Blume dabei? Schrottwichteln, falls das nicht so richtig rüberkam. Digga, ich finde, man erkennt es nicht so gut, oder? Wichteln. Also warum ist die Kamera so gut, aber die andere nicht so? Zabex ist dabei und Zabex hat auch, mir bald dabei. Auch viel dabei, leckere Sachen. Genau. Ey, ich verteile erstmal ein paar Kekse, sonst fühle ich mich schlecht. Will jemand einen Keks? Ja. Ich hatte, wie gesagt, auf der Fahrt schon Hunger. Ihr müsst sie vielleicht durchbrechen und euch teilen. Das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt gerade. Gerne. Willst du keinen Keks? Okay. Auch laktoseintolerant. Willst du einen Keks? Hm, doch, starke Outfit. Mir gefällt eins gut. Mir gefallen eigentlich alle gut. Mann, hier ist nichts, was scheiße. Warum hat sie... Ja, jetzt sieht man ja die Wichtelgeschenke. Wie uncool. Das ist das, wo man dann so... Wenn du eine Freundin hättest, welches Outfit würdest du ihr am ersten kaufen? Ich würde sagen, 1, 2 oder das letzte. Nicht 4? Ich finde 4 krass. Das gibt mir irgendwie so Anime-Lehrerinnen-Vibes. Okay, aber du stehst da nicht so auf girly-sexy, sondern du stehst schon so auf cool und entspannt. Ist doch girly-sexy, 1 und 2. Ja, stimmt. Ist doch fresh. Ja, okay, ist schon auch cool und entspannt eher. Dann hast du eine Frage? Nee, aber Glühwein erstmal. Der Durst? Wir haben hier einen schönen Wasserkocher aufgebaut. Ich mache ja mal einen ready. Das ist ein bisschen asozial, aber auch irgendwie geil. Walk us through, was ist jetzt dein Glühweinrezept? Mein Glühweinrezept ist, ich nehme die Flasche und kipp sie
wirklich hier bis zum Max 1,7 Liter. Dann koche ich den, hoffe, dass uns nichts um die Ohren fliegt. Und dann fülle ich die ganze Crew hier ab. Ja, cool. Geil. Okay, machen wir. Das okay. ist eine super Sache. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Das ist so. Ich mache meinen Glühwein eigentlich normalerweise in der Mikrowelle. Ich glaube, das Ding kannst du danach auch wegschmeißen. Aber kannst ja absetzen von der Steuer, oder? Gott, ich krieg schon von dem Geräusch Kopfschmerzen. Hast du irgendeine Frage für die Mädels? Ich würde hier einfach mal ganz easy laid back die Uno Reverse pullen und ich würde mir selber gerne eine Frage stellen lassen. Aha. Oh, das ist ja mal eine richtig schlaue Idee. Wow. Ja, oder? Hey, das hatten wir noch nie, ja, Leute. Das siehst du mal, haben wir doch Gedanken gemacht. Hast du dir richtig Gedanken gemacht? Ist das hart. Das ist so geil. Hast du auch eine ganze Flasche reingekippt, ne? Ja, einfach rein. Ja, warum auch nicht? Oh, hier gibt's ja noch mehr zu fressen. Herrlich. Ist er warm? Lauwarm reicht ja, sonst verbrennen die sich, sonst muss er noch abkühlen und so schick. Ja, ein bisschen wärmer muss, glaube ich, schon, ne? Nee, so ist gut. Vertrau. Ja? Ja, ja. Da ist der, da stimmt der Prozentgehalt auch noch. Einmal eins, zwei. So, der erste ist ready. Soll ich mal probieren? Ja, bitte. Oh, du bist ja ganz gierig, Mensch. Du kannst ja gar nicht abwarten. Du warst, oder was? Guck ich gerade für ein Video. Probiere nur. Hast du mich heute noch einen längeren Tag? Immer langsam, der läuft doch nicht weg. Nee, das ist super. Ich schenke dir auch noch meinen aus. Wer wollte noch? Ah ja, die Blume, genau. Geht das oder ist zu heiß? Passt? Das war eigentlich auch nicht meine Zeit, aber zu einem Gratis-Glühwein sage ich nicht nein. Prösterchen. Ja, du. Ja? Kandidatin Nummer 1, hast du eine Frage an Zapfen? Schmeckt schon wieder. Das schmeckt schon wieder gut. Wenn du dir alles wünschen könntest, was wäre es? Extrem viel Geld und 3 cm mehr. Gute 3 cm. Ey, wir sind hier ehrlich zueinander, ja, oder? Ja, nee, voll. Ja, ich glaube, das wär's. Und natürlich die Liebe meines Lebens. An dritter Stelle dann. Ey, ich schwöre, er ist der unlustigste Mensch, den ich bisher in meinem Leben so... Er ist wirklich richtig unlustig. Also wenn ich... Ich weiß nicht. Nee, das, die Reihenfolge sagt nichts aus. Kandidatin Nummer 2, hast du eine Frage? Was wäre so dein perfektes Date? Weil so für so Ideen, wo wir dich so hin ausführen könnten? Ich halte es gerne so low-key. Also mein perfektes Date ist Sommerabend, McDonald's Parkplatz. Ich gebe mir 20 Nuggets und eine mittelgroße Cola Light aus. Und dann lassen wir uns das richtig gut gehen. Wir hören vielleicht Radio FM hier, Jam FM oder wie das heißt, läuft ein Banger-Song, irgendwas von Doja Cat. Wenn sie damit zufrieden ist, wenn sie das fühlt, auch schön spazieren gehen und so, dann kann man auch mal was Edleres machen. Aber ich habe erstes Date gerne low-key und wenn sie das feiert, dann ist gut. Das dann ist so süß, das passt auch voll zu dir. Oder? Ja, voll. McDonald's passt ehrlich gut zu ihm. McDonald's Parkplatz. Okay, Kandidatin Nummer 3. Hast du eine Frage für ihn? Ja, also ich finde, das sagt jetzt viel über die Persönlichkeit von einem Menschen aus. Und zwar, wenn du für den Rest deines Lebens irgendein Tier sein müsstest, welches wärst du? Boah, entweder eine kleine Wühlmaus oder ein Hamster. Warum? Irgendwie finde ich Hamster cool. Die sind so nutzlos. Die sind einfach irgendwie da, die chillen in ihrem Rad, die fristen so ein Jahr lang, wenn es gut läuft, ihr Dasein, haben immer was zu fressen, können sich kleine Höhlen bauen und dann, weißt du, da habe ich mein Leben gelebt und dann ist okay. Da siehst du dich. Ein kleiner Hamster, ja. Süß. Ich hatte, mein Hamster hat sich selber das Leben genommen und er war ganz platt wie eine Frisbee. Die Scheibe habe ich ihn gefunden. Ich habe geheult. Real Rap, ich habe geheult. Habe ich mir seitdem nie wieder einen Hamster geholt. Wie redet der über seinen Hamster, Digga? Ja, mein Hamster hat sich selbst umgebracht. Ich habe den platt gefunden. Ne? Real Rap, Real Rap. Ich habe ehrlich geweint, ne? Ich habe ehrlich geweint. Aber irgendwie habe ich so, ich wäre selber gerne ein Hamster, um es besser zu machen. Wer bin ich da? Er hieß Sergeant Pelzgesicht. Wie heißt er? Er hieß, er ist tot. Seit Jahren. Er ist Sergeant Pelzgesicht. Du hast da Glühwein verschüttet auf den weißen Boden. Wirklich tragisch. Wir trauern. Rest in peace. Mach's gut da oben, Großer. Einmal Zugluft, dann sind sie tot. Okay, Kandidatin Nummer 4, hast du eine Frage an Zabek? Ja, und zwar, welches Ereignis in deinem Leben hat dich positiv geprägt? Als ich nach dem 4. Mal endlich meine Führerscheintheorie bestanden habe. Also ich bin 3 oder 4 Mal durchgefallen. Und ich habe richtig viel gelernt. Ich dachte so, ey, bin ich minder bemittelt? Also irgendwas stimmt da ja nicht. Und dann habe ich bestanden und da hat es irgendwie Klick bei mir gemacht. Da habe ich mich so weiterentwickelt. Das war geil. Krass, ich würde dich auch fragen, ob du also 4 Mal ja, dachte, Mal ja, Theorie mitlernen. Meine Oma hat auch gefragt, sollen wir dir einen Betreuer stellen oder sowas? Was geht da ab? Kandidatin Nummer 5. Frage. Hast du eine Frage? Ja, und zwar, wenn du im Club bist, was ist dein Getränk, was du dann standardmäßig bestellst? Also erstmal irgendwie, ich glaube, ich bin zu alt geworden für Clubs. Ich gehe nicht mehr in Clubs. Echt? Ja. Bist du nie in Flammes? Na, doch einmal. Ey, ich bin dann eher so Prototyp Shisha-Bar irgendwie, muss ich nein, sagen. Nein, doch, da ein schönes. Ja, ich bin ein Shisha-Bar-Atze. Muss ich mir schön ein kleines Bierchen rein? Schön irgendwie was weiß ich. Shisha-Bar-Atze? Den Begriff habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Shisha-Bar-Atze? Oder sowas. Also sowas ist meins. Aber Club ist mir, das ist mir zu voll, das ist mir zu laut. Ich bin ein bisschen antisocial geworden, glaube ich. Oh. Und auch zu teuer. Ich bezahle keine 10,50 für eine Wodka-E-Mische. Ja, aber vielleicht brauchst du ein Girl, das so. So wieder reinholt ins Leben. Ich war immer so ein Wodka-E-Typ, aber ich glaube mittlerweile eher Bier. Ja? So, ja, so ein schönes Bier. Ich finde auch Kölsch ganz in Ordnung. Oder mal so ein Weißwein, da sehe ich mich auch. Aber ich trinke nicht mehr so hart Alk irgendwie. Digga, ich check, also Bier wirklich check ich gar nicht. Also selbst wenn ich Alkohol checken würde, würde ich Bier nicht checken. Okay, Kandidat. So, Digga, wenn du schon Alkohol trinkst, dann trink doch irgendwas anderes als Bier, Junge. Was, Bier ist so...
so gewastet einfach, dass du dich so kaputt machst. Nummer 6, was ist deine Frage an Zabek? Genau, ich würde dich gerne einmal fragen, was ist denn der ausgefallenste Punkt auf deiner Bucketlist, den du unbedingt mal gemacht haben musst? Jetski fahren. Ich habe sogar einen Gutschein rumliegen, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht eingelöst. Dein cutes erstes Date. Muss ich aber selber kaufen, ihren Gutschein. Ja. Das ist nur für eine Person. Ja, du kannst ja dazu kaufen. Okay, basierend auf diesen Fragen musst du jetzt jemanden rauswählen. Auch wenn ich die Blume sehr schön finde, die Blume muss gehen. Ich glaube, nein, pass auf. Ich glaube, wir würden da nicht so viben. Ich höre da raus, sie ist so eine Feiermaus. Mhm. Und ich will sie da nicht so zurückhalten. Weißt du, wenn sie sagt, ey, komm, lass mal feiern gehen. Ich liege auf der Couch, hab Rücken schon wieder. Ich sag, nee, das matcht nicht so. Mann, Kandidat Nummer 5, du kannst jetzt vorkommen. Hallo. Lass uns erstmal anstoßen. Ja, meiner ist schon leer. Willst du noch einen? Ja, gerne. Ja, guck mal. Sie ist schon leer gesibbelt. Komm, wir stoßen an. Wir müssen noch mal alle drei richtig. Ja, super. Auch so einen guten Wasser. Macht auch ein bisschen weniger unangenehm. Oh, ich mach dir mal voll, das Ding, komm. Ja, oh, rein damit, wir haben noch genug. Sehr gut. Du hast eine richtige Feiermaus, ne? Ja. Ey, ich hab die Zeiten hinter mir. Ich war jedes Wochenende zweimal. Wie alt bist du? Wie alt ist er denn? Er spricht, als wäre er 70. Ich hab die Zeiten hinter mir. 22. Ja, da war ich auch noch feiern. Ey, das geht so schnell, du glaubst es nicht. Ich habe dir eine Blume mitgebracht, ich dachte, das ist cool. Das ist sehr cool. Oh. Die nehme ich mit nach Hause, danke. Ich brauche sowieso noch im Setup eine Blume. Und die brauche ich nicht mal gießen, ne? Die ist künstlich. Ja. Geil, vielen Dank. Kannst du Urlaub fahren, kannst du stehen lassen. Willst du noch ein Domino? Ja, voll gerne. Ja, bitte, greif zu, lang zu. Danke. Was ist das für eine Anthrazite oder wie das heißt? Ja, kannst du dir aussuchen. Ja, okay. Danke, dir auch. Dass du da warst. Danke, dass wir warst. Tschüssi. Kokosnussklauer, danke schön für deinen Dritten. Leute, ja, die ist witzig. Ganz kurz. Die ist nett. Was denn? Ich brauche eine Pause. Warum? Weil es mir gar nicht gut geht. Oh, dann musst du dich bis auf Toilette. Nee. Soll ich ganz kurz halten? Sag ich mal, habt ihr Wasser da? Hä? Mhm. Boah, du bist doch ganz bleich. Ja. Sie hat einfach seine Antworten gehört und war so, nee. Nee. Ich kann nicht mehr. Ich wäre bei seiner Persönlichkeit wäre ich auch ehrlich umgekippt als Frau. Was im ist negativen, los? Im negativen. Willst du übergeben oder bist du ohnmächtig? Oh mein Gott. Holy shit. Warum schneiden die das rein? Bro, sie war ehrlich passed out. Disclaimer. Clara wurde von einer Freundin nach Hause gebracht. Ihr geht es mittlerweile wieder gut. Ja, das war intens. Digga, spricht sie da in der WhatsApp-Audio mit mir? Mit Nintendo DS aufgenommen? Holy shit. Disclaimer. Clara wurde von einer Freundin nach Hause gebracht. Ihr geht es mittlerweile wieder gut. Ja, das war intens. Woran lag's? Vielleicht war das ein Scheiß-Thema zu viel. Vielleicht war das too much. Vielleicht warst du zu krass. Einfach umwerfend bin ich, ja. Vielleicht lag's auch daran, vielleicht war sie auch einfach schockiert. Vielleicht hat sie auch kurz unterm Vorhang hervorgeluschert und dachte ich, auf gar keinen Fall. Ich weiß es nicht. Nee, ich hoffe, ihr geht's gut. Dieser Typ ist so hot, oh mein Gott. Meinst du da? Okay, ja, dann rede ich mir das ein. Ja, dann lag's daran. Du warst zu hot. Ich bin einfach zu attraktiv. Du bist ein richtig sexiest man alive. Damit hat sie nicht gerechnet. Körperfigur wie eine vollgeschissene Bäckermütze. Wem willst du mir was erzählen? Nee. Das ist eine falsche Selbsteinschätzung. Sie ist raus. Ihr geht's gut übrigens, Leute. Eine Freundin bringt sie jetzt nach Hause. Sie hat ein Domino gekriegt, das hat Kreislauf wieder. Ja, ihr geht's gut. Sie muss sich einfach nur hinlegen. Und wir gehen jetzt direkt in die nächste Runde. Machen wir. Let's go. Oh, meine Fresse, bist du bescheuert oder was? Hast du einen Schaden? Mein Gott. Alter, hab ich mich verjagt. 3, 2, 1. Da hast du deine 4 Traumfrauen. Welche findest du bis jetzt vom Outfit am coolsten? Boah, ich glaube die Er ist original der Erste, bei dem ein Mädchen schon vorher gegangen ist. Er ist original der Erste. Ja, Subcount kann ich gerade nicht ändern. Die erste finde ich stark vom Outfit. 3 gibt mir immer noch so diesen Bad-Teacher-Vibe. Ich liebe ihren Look. Finde ich, ja, ist trotzdem ein stronges Outfit, aber ich glaube, das wäre so, wenn wir so zusammen unterwegs wären, das würde nicht so passen. Sie wird deinen Style so ein bisschen aufwerten. Oha, warum sagst du so? Liebeswürdig wird gedacht natürlich, aber sie sieht strong aus. Sie aber ich ziehe mich wirklich an wie ein NPC. Guck mal, ich trage weiße Air Force. Ich schwöre, ja. Ich bin wie ein Minecraft-Villager. Das sind doch keine weißen Air Force. Ich trage weiße. Bro, das sind alles, aber keine weißen Air Force.
Weiße Air Force. Ich schwöre, ja. Ich bin wie ein Minecraft-Villager. Aber ist das nicht so auch so ein Hollywood-Ding, dass die Männer dann eher so casual sind? So Justin Bieber und Hailey. Ihr könntet Justin Bieber und Hailey sein. Ich sag's, wie es ist. Die waren nicht mal komplett weiß. Option. Findest du, ich komme vom Look an Justin Bieber ran? Ja, doch, vom Aussehen. Habe ich die Bieber-Frisur? Ja, du. Jetzt mal Justin Mann, Bieber kann, und jetzt Travis nebeneinander schneiden. Jetzt mal, kann ein Helikopter drauf landen. Kein Unterschied, ich wusste es. Boah, legit, ich finde jedes Outfit gut. Aber ich glaube, eins ist mein Favorite. Okay. Ja, eins ist bis jetzt Favorite. Aber ich habe ja noch eine Frage vorbereitet. Ja, sag du mal. Wie, und das ist sehr wichtig, wie esst ihr euren Döner? Das ist wichtig, wenn man sich zusammen einen Döner holt oder ich hole Döner, ich muss es doch wissen. Wenn mein Dönermann mich Chef nennt und ich komme da hin und ich bestelle so den weirdesten Döner, ist doch peinlich, kann ich mal. Rate mal, wie ich meinen Döner esse. Du könntest so ein Atze sein wie Henke, einfach nur Fleisch ohne Soßen. Nee. Oder nur mit Fleisch und Tomaten. Das könnte auch sein, aber ohne so der ganze grüne Zeug, das ist nicht mit drauf dann. Echt? Nicht so ungesund aus? Nein, aber du bist so lässig unterwegs. So, yo, machst du mir mal einen Döner, nur mit Fleisch und Tomaten. Ja, und hier den Ayran. Okay, Kandidat Nummer 1, wie isst du deinen Döner? Mit allem und Joghurtsoße. Knoblauchsoße mag ich nicht so. Döner mit allem außer Rotkohl und Krautsalat. Ja. Und bisschen scharf. Ja, aber mit allem. Knoblauchsoße magst du nicht? Nee. Also ist okay, aber das würde ich dir nicht antun. Okay, gut gerettet. Wäre okay. Kandidatin 2, wie isst du deinen Döner? Ja, erstmal mit Falafel, weil ich esse kein Fleisch. Und dann auch mit allem und am liebsten Knoblauchsoße. Stark, Falafel sehr stark. Und vielleicht so ein bisschen Falafel! Scharf. Okay. Mhm. Ich habe den besten Falafel jemals in Syrien gegessen. Kandidaten 3. Ich bin tatsächlich relativ unkompliziert. Ich esse Döner mit allem und dazu noch scharfe Soße. Okay. Und Knoblauchsoße? Ja, safe. Und Tomaten? Tomaten auch. Alles. Also wirklich alles, alles. Kandidatin Nummer 4. Ja, also ich bin genau das Gegenteil. Also Döner mit allem, aber ohne scharfe Soße. Aber dafür kann ruhig mehr Knoblauch drauf. Tomaten? Wie sieht das aus? Ja, esse ich auch. Scheiße, was hast du gegen Tomaten? Digga, Tomaten scheiße, die sehen nice. Kacke aus, die schmecken kacke konsistent. Ich hasse Tomaten. Ja, Tomaten sind wunderschön Nein. aus Rot. Das ist die beschissene Frucht, was auch immer. Du siehst nicht aus wie eine Tomate. Ja, ich bin rot vom Glühwein. Tomate, also ich hasse die richtig. Ich habe richtigen Hass auf Tomaten. Ich habe Obst. Übertreib halt. Nee. Okay, aber basiert auf dieser Antwort musst du jetzt eine rauswählen. Boah, ich glaube, Falafel muss gehen. Weil was? Falafel ist wirklich. Und das liegt nicht daran, das liegt nicht daran, dass sie kein Fleisch ist. Es liegt einfach an Falafel. Ich mag Falafel nicht. Ich logge ein. Ich bleib dabei. Du musst ja fertig werden. Okay, irgendwann. Kandidatin Nummer 2. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Hi. Ja, du. Ja, ich habe richtig schlechtes Gewissen. Ja, das ist richtig scheiße. Hi. Wow. Ja. Sie ist so übelst hübsch. Ja, auch wirklich hübsch. Was hast du mit deinem. Ach, hast du erzählt, ne? Ja, umgeknickt. Hörst du mir nicht zu? Glühwein getrunken, ich bin vergesslich. Kurzzeitgedächtnis. Ist okay. Ja, Falafel ist leider. Das war doch. Bereut es. Aber ich muss ja irgendwas sagen. Weißt du, voll kacke dann, wenn du das nicht magst. Ja, ich esse ja generell nicht so gerne Döner. Naja, dann soll es nicht sein. Mann. Vielleicht in einem anderen Leben. Verleih. Obwohl ich deine Streams echt gerne gucke. Wirklich? Ja. Was labert sie? Caption. Danke, bist du Sub? Nein, ich habe keine. Ich bin Studentin. Ja, ach, jetzt verarsch mich nicht. Die 3,99 € hat doch jeder. Prime Sub. Bei Kevin, ich will es nicht sagen. Wie lange? Schon länger. Lass weitermachen. Ey, cool, dass du hier warst. Lass weitermachen, komm. Aber du hast doch die Chance. Wenn du jetzt reinzappst und sagst, ey, ich war da in der Show, dann verzeih ich dir. Ja? Ja. Leute, bei mir lieber reinzappen. Sie soll lieber ihr Prime Sub bei mir benutzen. Kann ich auch einen Sub schenken? Ja, doch, aber mach ich. Ja, der muss. Nein, aber da mache ich ja keinen Gewinn. Hallo? Ja, was? Und so einen wolltest du date? Wir sind im Halbfinale. Yay. Wir haben ja noch 3 wunderbare Ladies. Du musst jetzt eine Frage stellen, dann kannst du eine gerade wieder rausvoten. Ich habe eine, die liegt mir sehr am Herzen. Ja. Wie steht ihr so zu diesem ganzen Sternzeichen Tohuwabohu? Was wird das in euch auslösen, wenn ich euch sage, ich bin Stier? Mit Herz. Bist du? Ja. Ja, meine Freundin auch. Wirklich? Mhm. Okay, was bist du? Fische. Matcht das? Ist das cool? Ja, das matcht. Was war das für ein Cut? Freundin auch. Wirklich? Mhm. Okay, was bist du? Fische. Matcht das? Hä? Wenn ich euch sage, ich bin Stier. Mit Herz. Bist du? Ja. Ja, meine Freundin auch. Wirklich? Mhm. Okay, was bist du? Fische. Was ist das? Hat noch irgendwer mit Nokia erste Kamera gedreht? Und dann davon wurde auch noch ein Bild eingeblendet? Was für eine Aufnahme? Matcht das? Ist das cool? Ja, das matcht. Ey, aber seid ihr so Astro-Girls? Oh Mann. Doch, wir waren mal bei einer Lady, die hat uns gesagt, Stiere sind so Genießer und stur. Ja. Kandidatin Nummer 1, wie stehst du zu Sternzeichen? Also ich glaube da gar nicht dran. Ich finde es auch sehr nervig, wenn ich sage, ja, ich bin Widder und dann sagen die Leute, oh, das ist typisch Widder. Weil, ja. Warum lispelt sie so? Die lispelt, die hat bestimmt eine Zahnspange drin, oder? Ich glaube da nicht dran. Oder die hat generell, die lispelt einfach.
Gibt es auch Menschen ohne Zahnspange, die lispeln? Ja. Okay, muss nicht sein, dass ihr eine Zahnspange habt. Und ich glaube auch nicht, dass bestimmte Sternzeichen matchen. Ich finde es cool, wenn Leute daran glauben, aber nicht damit nerven. So, wenn Leute so meinen Charakter und mich als Mensch darauf festnageln, was ich für ein Sternzeichen bin. Ja, dafür nehme ich auch die Hate-Kommentare von den Astro-Leuten in Kauf. Kandidatin 1 super, oder? Ja, stark. Ja, Kandidatin Nummer 2? Also ich bin ganz offen und ehrlich. Ich interessiere mich auf jeden Fall für Sternzeichen. Aber ich habe echt wenig Ahnung von Sternzeichen, außer von meinem. Okay. Was zeichnet dich aus als Charakter laut deinem Sternzeichen? Ich bin sehr ehrgeizig, ich bin sehr zielstrebig. Und nur positive Sachen, komischerweise. Und manchmal auch sehr sturköpfig. Und was ist dein Sternzeichen? Ich bin Wassermann. Wie ist das? Weiß jemand mit... Ich google kurz. Ich will googeln, ob Wassermann und Stier passen würde. Ah, das ist ganz kurz. Oh, ich greife jemanden. Ich glaube schon. Ich glaube generell könnt ihr auch mal direkt in den Kommentaren mit schreiben. Mit Hörnern. Ja. Wenn sich Wassermann und Stier in einer Beziehung zusammentun könnten... Was für eine Musik? Sie gemeinsam viel erreichen. Wow. Aha. Okay, dann Kandidatin Nummer 3, wie stehst du zu Sternzeichen? Also ich muss ehrlich sein, ich bin froh, dass ich mein eigenes Sternzeichen hinkriege. Und ich will dir auch nicht auf den Schlips treten, aber ich habe nicht mal Ahnung, in welchem Monat Stier überhaupt reinpasst. Deswegen, also ich bin da gar nicht drin. Okay. Hab da eher andere Hobbys, die mich interessieren. Okay. Für mich wäre jetzt eigentlich keine Antwort, wo ich sagen würde, nee, das ist für mich eine, wie nennt man das, eine Red Flag? Mhm. Ne? Aber ich glaube, 2. Auch mit dem Outfit, das ist wirklich so, ich finde alles gut, aber 2 ist so, ich glaube, das passt leider nicht. Ich meine, ihr Outfit hattest du direkt im Blick, was ich nicht checken kann, weil ich finde ihr Outfit super. Ey, das ist ja immer Geschmack. Guck mich an, wie ich hier rumlaufe. Du bist ein toller Mann. Du musst mir das nicht immer sagen, damit ich mich besser fühle. Das ist alles gut. Okay, Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, hi, ich liebe deine Haare. Hi. Du siehst so... Digga, ey, warum liebt sie aber ihre Haare? So sagt man das einfach nur bei Sachen, die kacke aussehen? Also ich frage mich, liebt sie wirklich ihre Haare oder findet sie ihre Haare sehen so kacke aus, dass sie sich denkt, boah, sie sagt jetzt einfach, sie liebt die Haare, damit sie sich nicht schlecht fühlt. Weil ich finde zum Beispiel, meiner Meinung nach sehen die Haare kacke aus. Und dann würde ich mir so denken, warum sagt sie dann, ich liebe ihre Haare? Liebt sie wirklich ihre Haare? Ich glaub's nicht. Ich glaube das irgendwie nicht. Ich glaube, sie sagt das einfach nur, weil man das heutzutage so macht. Etwas, was auffällt, man sagt automatisch, ich liebe das. Zum Beispiel angenommen, ich gehe jetzt mit pinken Haaren dahin, dann wird sie zu mir sagen, oh, ich liebe deine pinken Haare, aber liebt sie nicht. Sie weiß nur, dass es krass auffällt und die meisten das haten würden und deswegen sagt sie einfach, ich liebe es. Ich liebe deinen Kiefer, nice. So cool aus. Ey, ich verstehe ich liebe das. Deine Haare auch. Sorry, ich halte mein Maul. Redet ihr ruhig erstmal, ich chill erstmal. Nee, du, ich liebe deine Augenbrauen, du siehst so cool aus. Ja. Wirklich. Oh, du hast sogar blaue Augenbrauen. Ja. Wild. Ja. Hast du Kontaktlinsen? Nein. Okay, das ist crazy, das finde ich krass. Das Blaue so von den Augenbrauen und mit der Augenfarbe, das ist crazy. Danke. Stark, aber ich glaube, guck kurz an, ich habe weiße Erdbeeren. Ich habe braune Augen, so voll normal. Was? Diese Hose, ich glaube so, du bist da modemäßig krass unterwegs. Ich finde das aber ganz chillig. Findest du? Ja. Danke, dass du da warst. Kannst dich einfach auch so verlassen. Ciao. Ciao. Okay, du hast jetzt noch 2 Girls. Mhm. Du brauchst eine Frage. Was ist eure größte Red Flag? Kandidat Nummer 1. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Mir fällt auf die Schnelle nichts ein, aber meine Freunde, die machen sich immer bei mich lustig, weil ich Heyday spiele. Heyday? Ja. Heyday. Oh mein Gott. Da spielt sie immer. Das gibt mir so Facebook-Spiele-Vibes. Facebook! Ich schwör auf alles! Facebook Heyday Chat! Oh Mann, Digga. Ja, gibst du da auch ganz viel Geld für aus, nein. So Ingame-Coins und so? Nee. Okay. Eigentlich voll Red Flag oder? Heyday, das finde ich geil. Ist das schlimm? Nee, ist mir auch egal, kann ich in Ruhe streamen. Zockst du nicht auch? Ich finde On-Stream-Zocken, das ist so. Bei mir funktioniert nicht so gut, aber ich bin auch kacke in jedem Game. Okay, Kandidat Nummer 2, was ist deine große Red Flag? Also, ich weiß nicht so ganz, ob das eine Red Flag ist, aber ich glaube, für viele ist es so ein bisschen eine Red Flag. Und zwar bin ich halt nicht so ganz social. Ich bin lieber so für mich oder halt eher zu Hause. Und viele in meinem Umfeld wollen halt eher rausgehen und, keine Ahnung, feiern oder so. Und ich passe da halt gar nicht rein. Und deswegen, glaube ich, würde ich eher sagen, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass ich mehr social bin und unter Leute gehe. Okay, für mich aber ist keine Red Flag. Also ich bin auch, ich war auch sehr viel so feiernmäßig damals, aber ich bin auch ein bisschen antisocial. Du bist auch ein gechillter. Bisschen mehr antisocial mittlerweile, ja. Okay, aber du hast jetzt 2 Antworten. Die waren eigentlich beide cute, ne? Ja. Du musst trotzdem jetzt eine rauswählen. Darf ich noch eine schnelle Frage stellen? Ja, eine ganz schnelle. Ich kann noch nicht. Wir sind bei McDonald's 20er Nuggets. Welcher Dip? Was ist der Lieblingsdip? Quick and dirty. Oh, Sour Cream. Ich mag sie sauer gar nicht. Also ich würde mit Ketchup oder Mayo gehen. Okay, wenn du so ein Dip hättest in dieser kleinen Dip-Box, welchen würdest du davon nehmen? Ich mag auch Barbecue-Soße ganz gerne. Okay, ja.
Nicht fair. 100% süß-sauer. Und du? Ja, sauer. Schlecht. Stark, Junge! Zabeks bester Mann, Junge! Zabeks bester Mann! Oh mein Gott, ich hab mich gefeiert von Anfang an. Ich hab ihn die ganze Zeit gefeiert schon. Und nach Sour Cream kommt diese Chili-Soße. Das ist dieselbe wie bei, diese Sweet Chili-Soße, die im Chicken Burger ist. Was? Was gibt es? Sour Cream? Ja! Zu den Nuggets immer Sour Cream. Es gibt nichts Geileres. Nummer 1 hat Barbecue, fand ich schon mal strong. Nummer 2 hat. Die Sauer fandest du nicht. Ich bin auch richtig weird, ne? Ich wusste richtig lange nicht, dass Sour Cream heißt. Und ich war immer bei McDonald's und ich habe Sour Cream aber am meisten gefeiert. Aber jetzt fragt ihr euch, hä, wie konntest du das am meisten feiern, wenn du gar nicht weißt, wie es heißt? Ich war am Schalter und habe immer gesagt Schnittlauchsoße. Ich dachte, das heißt so. Aber die haben auch immer gecheckt, was ich meine. Bis irgendwer zu mir meinte, boah, Sour Cream, als ich das in der Hand hatte. Und dann habe ich drauf geguckt und da stand Sour Cream drauf. Aber ich habe immer Schnittlauchsoße gesagt einfach. Heißt auch so. Schnittlauchsoße. Digga. Ja, mit Schnittlauchsoße. Ich werde jetzt einfach auf beide Fragen, glaube ich, scheiße und einfach super oberflächlich voten. Habe ich mir schon gedacht. Ich muss sagen, ich mag blond und ich mag die Schuhe. Deswegen, glaube ich, muss Nummer 1 gehen. Kann ich beide gewinnen lassen? Nein. Also ich kann jetzt, kein Dreier. Ich kann nicht mit beiden auf ein Date gehen. Eins, aber warte, wir können doch die Regeln ändern. Nee. Du willst einen Dreier. Nein, Mann, ich rede ja nicht von dem Dreier. Man kann ja was essen gehen, Mann. Und dann ich muss den, ich brauche erst mal 15 Dates, dann muss ich die meiner Mutter vorstellen. Solche Sachen. Was für Dreier? Nee. Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Du kannst ja immer noch in die DMs sliden. Also rein. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Hey. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich wusste nicht, ob du... Hey, alles gut. Wow. Oh mein Gott, das war schlimm. Hallo. Ich habe mich immer darüber lustig gemacht, wenn das passiert. Und jetzt hast du mich selber erwischt. Ja, du hast es doch gemacht. Ist okay, war meine. Nein, oh mein Gott, nein. Wow. Ich zock gerade South Park aus, das ist so asozial. Und sie hat sich richtig Gedanken gemacht bei dir. Ey, das ist ehrlich geil. Du hast ihr Herz gebrochen. Es tut mir leid. Ja, aber sie sieht auch sehr gut aus. Ey, wir haben auch South Park gespielt. Ich brauche sowieso noch Sorgen. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich brauche gerade sowieso Sorgen. Was soll das denn heißen? Oh mein Gott, das ist auch das ist wirklich süß. Bist du bereit für deine Gewinnerin? Yes. Ah. Ah. Ja. Oh, warte, ich schaffe 5. Oh, ich muss brechen. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Hello. Gute Wahl. Lavra. Erstmal, und wir müssen, umarmen wir uns oder geben wir uns die Hand? Nochmal verkraftige ich das nicht. Okay. Verkrafte. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ist doch gut, habe ich doch gut gemacht. Perfekt, super. Können wir jetzt zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen oder sowas Cutes? Ja, erstmal, meine Mom weiß schon Bescheid. Stell dich vor, die hat Essen gekocht. Mach ich. Und super. Dann beziehe ich nachher dein Bett. Ja. Aber erstmal muss ich mir eine Müllermilch kaufen. Perfekt. Ach, ihr zwei. Tschüss. Yes. Vielleicht kommt da noch so ein Follow-up. Who knows? Hab wieder gut gemacht. Boah, zwar, es ging. Also zum Ende wurde es ein bisschen besser. Aber ich hätte jetzt bis zur Hälfte vom Video gesagt, das ist das unlustigste Video jemals. Und jetzt nach dem Video sage ich einfach, das war das unlustigste Blind Date jemals. Weil Zabeks wirklich nichts gegen ihn als Person und so. Aber sein Humor trifft mich, ja, in meinem Herzen, weil es so weh tut, weil er so schlecht ist.